Die Kita Striegisthaler Spatzen in Bräunsdorf bei Zwickau ist das. Der droht die Schließung. Einfach Schluss für 16 Kita-Kinder, weil Strom und Heizung zu teuer sind? Gestern Abend ließ dann der Bürgermeister im Internet auf der Homepage plötzlich die Bombe platzen. Die Kita soll geschlossen werden, weil sich die Gemeinde das nicht mal leisten könnte. Es sei wohl Platz für die Kinder, die würden dann auf andere Einrichtungen verteilt werden. Aber eben weil diese Kita nur sehr wenige Kinder hier und betreut werden, soll sie eben geschlossen werden, um Heizkosten zu sparen. Von November über die Wintermonate bis April soll zugemacht werden. Es wird halt mit Gas geheizt und die Gemeinde, wie gesagt, hat nicht so viel Geld und man hat gedacht, man muss halt überall sparen und jetzt wird halt hier bei den Kleinsten versucht zu sparen. Ob das aber bei den Kleinsten hier der richtige Weg ist, das ist eben ein bisschen fraglich.